Hey, ich bin's Jonas und heute stelle ich euch das iPhone mit Android vor. Ich weiß, dieser Titel klingt provokativ, doch genau so fühlt sich ein Google Pixel Smartphone an. Und ich meine es nur positiv, denn ich mache keinen Hehl daraus, dass ich gerne iPhones nutze. Trotzdem geht es in diesem Video nur um den kleinen Bruder des Pixel 3 XL, warum er mir so gut gefällt, was mir nicht gefällt und warum es eines der letzten Smartphones einer aussterbenden Art ist. Das Smartphone samt Zubehör wurde mir von Google zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Alle Urteile in diesem Video sind selbstverständlich meine eigenen. Das Pixel 3 ist deswegen eines der letzten seiner Art, weil es ein handliches Flaggschiff-Smartphone ist. Außerdem ist im Gegensatz zu allen anderen Android-Geräten nicht nur die Software, sondern auch die Hardware von Google. Wer mein Unboxing gesehen hat, der hat auch gesehen, welche Euphorie das Design bei mir ausgelöst hat. Erst einmal ist das Gerät wirklich angenehm klein. Es ist ungefähr so groß wie ein iPhone XS, aber schmaler und dünner, sodass es sich kompakter anfühlt. Zweitens hat Google wieder einmal mit der Form und Materialwahl gespielt. Der Aluminiumrahmen verliert durch seine glänzend gleitende Beschichtung zwar völlig seine Charakteristik, aber die optisch zweigeteilte Rückseite mit dem Soft-Touch-Glas lässt das Gerät wortwörtlich weich in der Hand liegen. Und drittens fügt mein geliebtes Material Design diese Materialien hervorragend zusammen und setzt mit der Kontrastfarbe des Powerbuttons noch das Tüpfelchen auf das i. Mit der dritten Generation der Pixel Smartphones hat Google endlich seine Designsprache perfektioniert. Außer halt mit dem Pixel 3 XL und seiner Notch, aber anderes Thema. Das Display des Pixel 3 ist top. 5,5 Zoll verbaut Google in dem Gehäuse ohne Notch und gewährt mir damit die im Jahr 2018 seltene Ehre, das Display unabhängig vom Design zu bewerten. Es ist ein OLED-Display mit dem zeitgenössischen Formfaktor von 18:9, einer Auflösung von Full HD Plus und einer Pixeldichte von 443 ppi. Bei Pentile-Matrizen sind solche Zahlen natürlich mit Vorsicht zu genießen und meinen ganz pingeligen Augen ist aufgefallen, dass die Kanten der abgerundeten Ecken nicht im gleichen Maße perfekt sind wie bei anderen Herstellern. Die ständig pumpende Autohelligkeit habe ich recht schnell deaktiviert, ansonsten sind die Farben brillant, die Darstellung scharf und die Blickwinkel stark. Es wird nicht so hell wie ein iPhone XS, dafür aber lassen sich die Farben anpassen. Nachdem ich mich an der trügenden Farbenpracht von Adaptiv satt gesehen habe, war mir natürlich zu langweilig und ich bin bei Verstärkt hängen geblieben. Übrigens, falls sich jemand an dem Fehlen einer Nachrichten-LED stört, ich sehe das so. Wir haben jetzt OLED statt LED, komplette Always-On-Displays, die symbolgenau verpasste Nachrichten anzeigen, anstatt blinkender Lampen. Und das ist besser. Nach den Querelen mit dem Pixel 2 XL heißt es dieses Jahr durchatmen und völlige Entwarnung bei den Displays. Die Technik des Pixel 3 macht keinen Schritt weiter als nötig, um ihr Ziel zu erreichen. Der Qualcomm Snapdragon 845 Prozessor ist genauso Standard wie die Adreno 630 Grafik. 4 GB RAM hingegen sind sogar unterdurchschnittlich. Dafür verbaut Google den Titan M, ein Sicherheitsmodul, auf dem separat vom Prozessor Passwörter und, ich vermute und hoffe, auch die Fingerabdrücke gespeichert werden. Vieles wettmachen soll natürlich die immer aktuelle Software. Aktuell Android 9 Pie. Also, wo fangen wir an? Stock Android ist natürlich toll. In seiner pursten Form ist das Betriebssystem wunderschön, performant und verspricht mindestens 3 Jahre Betriebssystem und Sicherheitsupdates. Apple sorgte mit iOS 12 sogar für 5 Jahre, also ist das wirklich das Mindeste. Die neuen Gesten bereiten die randlose Smartphone-Zukunft vor, wirken aber noch nicht so ausgefeilt intuitiv wie die von iOS. Bemerkbar machen sich außerdem die 4 GB RAM, denn Apps bleiben nicht für immer im Zwischenspeicher. Schon nach etwa 5 bis 6 Apps muss ab und zu neu geladen werden. Der Fingerabdrucksensor ist perfekt positioniert und schnell. Das Pixel 3 verzichtet allerdings komplett auf irgendeine Form der sonst so trendigen Gesichtserkennung. Wenn man die Pixel-Smartphones als Smartphones sieht, mit denen Google vormachen möchte, wie die anderen Hersteller Smartphones bauen sollen, gehört Gesichtsentsperrung wohl nicht zu den favorisierten Methoden. Ebenso wenig für nötig zu halten scheint Google erweiterbaren Speicher oder den Headphone Jack. Ersteres kann man trotz 64 GB Grundkapazität definitiv kritisieren, letzteres aber kann ich ehrlich gesagt nicht mehr hören. Dieser Port verwest seit 2 Jahren und wird nicht mehr zurückkommen. Werdet wireless oder, natürlich, zur Freude aller anderen U-Bahn-Fahrgäste, steigt einfach auf die Stereo-Frontlautsprecher um. Die sind nämlich echt in Ordnung, in meinen Ohren aber nicht so gut wie die eines iPhone XS.
S. Auf höheren Lautstärken beginnt das dünne Gehäuse auch irgendwann zu vibrieren. Das Pixel 3 macht fantastische Fotos. Jeder Schuss ein Treffer, tolle Farben, knackige Schärfe, dynamische Ergebnisse. Und all das ist viel mehr der Software zu verdanken als der einsamen 12-Megapixel-Kamera. Letztes Jahr war das Pixel 2 mit diesen Attributen das beste Fotohandy auf dem Markt. Dieses Jahr kann ich das so nicht stehen lassen, denn mir sind mehrere Sachen aufgefallen. Zum einen ist klar, was Google tut. Sie treiben ein Spiel mit der Konkurrenz. Sie zeigen, dass ihre Software weit voraus ist. Sie prahlen mit Nachtsicht, einer Funktion, die ohne Zweifel genial ist. Aber dabei ist auch offensichtlich, dass die auf den ersten Blick fantastischen normalen Fotos einfach deswegen fantastisch sind, weil Google verdammt viel mit Kontrast, Sättigung und eleganter Schärfung arbeitet. Das können andere Hersteller auch, nur das ist eine Frage der realen Darstellung. Man kann allerdings auch auf RAW speichern, das ist nochmal ein Argument für das Pixel. Die Porträtfunktion von Google ist weiterhin die beste auf dem Markt, mit nur einer Linse. Das ist beeindruckend, doch ich würde es noch lieber sehen, wenn Google den falschen Stolz beiseite nimmt, eine zweite Kamera verbaut und den Markt ein zweites Mal von hinten aufräumt. Denn das Bokeh ist schön, aber könnte noch realistischer aussehen und zum Beispiel im Zoom fehlt mir eine Telekamera. Sie fehlt einfach, ihre bessere Auflösung fehlt und gleichzeitig ist die Naheinstellgrenze der Hauptkamera nicht gut. 4K-Video kann nicht mit 60 FPS aufgenommen werden und kommt qualitativ nicht ganz an das iPhone ran. Ich bin aber auch nur deshalb so streng mit der Kamera, weil sie so gut ist. Sie ist weiterhin eine der besten auf dem Markt. Google kann Design. Das Thema hatten wir schon zu Beginn, doch es kehrt wieder. Zum Beispiel in ihrem Stoffcase, das sie für ihre Smartphones in mehreren Farben anbieten, das selbst in schlichtem Anthrazit Eindruck macht und dessen samtiges Innenmaterial hervorragend schützt. Ganz nebenbei sorgt das Glas der Rückseite endlich für Wireless Charging und Google hat es sich nicht nehmen lassen, mit dem Pixel Stand gleich ein darauf ausgerichtetes Zubehör vorzustellen. Der Pixel Stand verwandelt das Smartphone in ein etwas schwerhörigeres Google Home und ist Stand jetzt das einzige von Google zugelassene Wireless Charging Pad, dass die Geräte mit 10 statt 5 Watt laden darf. Eine völlig unnötige Einschränkung, muss man sagen. Der Stand sieht aus wie aus einem futuristischen Traum im Google-Kosmos, ist mit 80 Euro aber auch nur etwas für absolute Google-Geeks. Die durchschnittliche Akkulaufzeit des Pixel 3 bringt den Nutzer übrigens bequem über den Tag. Ein Gerät für absolute Google-Geeks. Das könnte man sagen, wenn man es sich einfach machen möchte. Doch das Pixel 3 ist auch einfach die schönste Android-Erfahrung mit einer der besten Kameras. Es ist eines der letzten handlichen Flaggschiff-Smartphones und das einzige Android-Smartphone, das dem iPhone in Sachen Angepasstheit Konkurrenz machen kann. Denn wie gesagt, Software und Hardware kommen aus einer Hand. Es ist einfach angenehm, dieses Gerät zu benutzen. Kein Schnickschnack, aber alles, was man braucht. Android 9 bietet den Ruhemodus mit Graustufen, Digital Wellbeing und Nichtstören. Bei iOS habe ich diese Funktionen gepriesen. Hier sind sie sogar besser integriert. Und all das für den gleichen Preis wie ein iPhone 10R. Wer noch nicht in Apples System gefangen ist, der sollte weise wählen. Vielleicht sind die Pixel-Smartphones nicht die Referenz, Google nicht der Vorreiter, der mit Funktionen um sich wirft und alle folgen. Warum nicht? Weil Google von Hardwareverkäufen nicht abhängig ist, diesen Druck also nicht annimmt, nicht annehmen muss und an das Große denkt, die Nutzererfahrung. Und die ist angenehm. Angenehm ist irgendwie das passende Wort. Das Pixel 3 ist angenehm.